Hallihallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese schönen Schwulnägel, wie im Hintergrund eingeblendet, macht. Dafür benötigt ihr nichts mehr als einfach meinen Kanal zu abonnieren und ja, viel Spaß bei diesem Video. Haut rein, ihr Nagelfreaks. Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Auf jeden Fall, ich habe gerade mein schwules Anmoderationsintro oder was auch immer das sein soll gesehen. Das war Tam schwul und ja. Eigentlich will ich diesen Kanal nicht unverlinken, weil ich das richtig gay finde, aber ich muss, weil sonst haram, ihr wisst Bescheid, Digga. Und ja, heute reagieren wir auf Mike Fishing, Hunter Monster, was auch immer, Monster Mike Fishing, wie auch immer der heißt. Eigentlich ein sehr sympathischer Typ. Sprachen lernen, Bubble. Aber wenn ich zum Beispiel sowas sehe, dann. Dann denke ich mir, Alter, werd ich verarscht, Digga. Werd ich verarscht. Egal, wir reagieren jetzt zusammen auf dieses Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei diesem Video. Die erste Frage, die ihr euch wahrscheinlich denken werdet, ist, warum guckt er sich überhaupt sowas an? Also, dafür habe ich eine sehr sinnvolle Erklärung. Ich habe auf ein Video geklickt von Kevin Wolter, wo er angeln war. Und dann wurden mir irgendwie Fischvideos angezeigt. Dann habe ich diesen Typen auch gesehen. Da fand ich ihn irgendwie voll sympathisch, irgendwie richtig lustig und so. Aber manche Sachen gehen einfach gar nicht, Alter. Und ja, ach, egal. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ich bin einfach krank, was auch stimmt. Und ja. Also, ich meine, jeder ist selbst überlassen, was er für Videos dreht und macht und so. Ich finde sowas eigentlich auch voll spannend, aber manche Sachen, wie gesagt, gehen einfach gar nicht, Alter. Aber ist ja seine Sache und er hat auch relativ richtig viele Abos. Und ihr denkt euch jetzt, warum redet so ein YouTuber wie ich, so ein kleiner Spasti, Alter, mit 14, 15 Abonnenten gegen einen fast 1 Mille Abonnenten-Typen. Junge, ich kann einfach kein Deutsch, Alter. Wahrscheinlich, oder? Worum geht es überhaupt in seinem Video? Also, er sieht so einen Automaten oder hat davon gehört und da kommen halt so Fische aus so einem Beutel und so eine Scheiße raus. Das Ding ist, es ist ja alles gut und so, wenn er es will, dann ist es halt so, aber dass er sowas unterstützt, dass er sagt, hier ist das, ihr könnt hier hinkommen und so, das ist halt irgendwie scheiße, weil diese Tiere leben ja auch und so. Aber ich meine, warum rede ich überhaupt darüber? Und ja, zum Beispiel, was würdet ihr machen, wenn ihr so einen Typen sehen würdet? Goldfish is a dollar. Let's get goldfish. Also das erste, was ich mir denken würde, Digga, wer hat dich verarscht, Alter? Als ob da so 1 Million Euro oder so Dollar oder was auch immer, keine Ahnung, wo der wohnt, bestimmt Amerika, rauskommt. Und ja, egal, wenn er das feiert, dann soll er es machen. Oder, Digga, ich habe so viele Videos von ihm gesehen, die echt geil sind, aber auch welche, die wirklich so scheiße sind, zum Beispiel das hier. Was mich daran so stört, ist, dass er so einen fetten Fisch in so einem kleinen Aquarium, kleinen Aquarium, was auch immer. Sprachen lernen, Bubble. Tut, das ist halt echt übelst kacke, weil das ist so ein Lebewesen und er nimmt ihn zu seinem Lebensraum und so eine Kacke weg. Und ja, die Leute machen heutzutage alles für Klicks, das merkt man ja auch. Also ich meine, ich würde auch nicht von so einer 10 Milliarden Meter Brücke da runterspringen, wenn jemand sagen würde, du kriegst 1 Million Klicks. Wer macht sowas? What the fuck, Alter? Und falls ihr diesen Typen sympathisch findet, dann guckt einfach in die Videobeschreibung. Ihr findet natürlich seinen Kanal, weil haram, wenn man nicht die Videolinks und Kanäle, was auch immer, Alter, ich bin Kanalmann, unten verlinkt, dann ist haram, wie gesagt, ne. Ich hoffe, so seine ganze Community kommt auf mich drauf, dass ich Klicks krieg, Digga. Ehre, Digga. Bitte, inshallah, Digga. Winner and guys, there'll be another trivia question at the end of this video, so make sure you stay till the end, comment your answers and you can be shouted out in the next. Einzigste Frage, die ich mir gerade stelle, Digga, warum schreist du dann, warum schreist du? Du hast eine Kamera oder was auch immer in der Hand und schreist ins Mikro rein, Digga, soll ich auch ins Mikro reinschreien? Hä? Meins ernst, ich hab keinen Bock mehr, diese Videos zu gucken, ganz ehrlich, Alter, reicht jetzt, ich hab keinen Bock mehr, bevor ich noch wieder ins Mikro schreie, Alter, okay, reicht jetzt. Also, Freunde, falls ihr Bock habt, mit mir Fortnite zu zocken oder so eine Kacke, guckt einfach in die Videobeschreibung, alles in der Videobeschreibung und stellt unter diesem Video Fragen, weil vielleicht kommt als nächstes ein FAQ oder Fragen- und Antwort-Video und ja, falls ihr Videoideen habt, auch in die Kommentare und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat und ja, was soll ich noch sagen, ja, haut rein, meine Söhne, ciao.